Ihr wisst, welche Zeit es ist. Die Morchelzeit. Vom Leben im Busch zur intergalaktischen Erfahrung. Was zum Arsch? Das wird eine wilde Nummer heute. Freunde, spannt den Bogen, schnitzt mir ein Däumchen nach oben und macht euch bereit für die wahrscheinlich spektakulärste Folge dieses Projekts. Liebe Pilzpflücker, Moosliebkoser und Rebeglücker, vom Absturzopfer zu Axtman, vom Bärennascher zum Sauenjäger. Der Weg zum Superhelden ist kurz, der zur Toilette allerdings beschwerlich, wenn man seit Monaten lediglich Laub zum Abwischen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ich für meinen Teil habe mittlerweile genug Geschichten beisammen, um der Held meiner lokalen Kneipe für die nächsten 20 Jahre zu werden. Und heute, ja, da geht uns der Arsch ausnahmsweise mal nicht auf Barhocker, sondern aber sowas von auf Grundeis. Denn wir begeben uns ein allerletztes Mal hinab in den Abgrund der Geheimnisse dieser Insel, die bislang vor uns verborgen waren. Ich möchte gerne alle Endings vom Early Access zeigen. What? Okay, ich möchte gerne erstmal eine Erklärung hierfür. Au! Okay, Moment. Hallo? Was ist denn mit ihm? Okay, wir müssen nach Hause, offensichtlich. Es wird so langsam aber sicher etwas ungemütlich. Hi. Sag mal, was ist denn hier passiert in der Zwischenzeit? Oh, Alter. Wartet. Leichte Überforderung macht sich breit. Aber wir beginnen mit Action, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hat ja auch mal was. Also, es wäre schön, wenn ich denn jetzt darf. So. Ja, Kevin, mach genau das, Alter. Trampel bitte unverhohlen auf meinen Aloe Vera rum, du unerzogenes Kleines. Ja, und dann grinst ja noch so in sich rein, Alter. Gut, wir waren gerade bei Lagerfeuergeschichten, also sorgen wir mal kurz für die nötige Stimmung, während wir hier uns ein bisschen ready machen. Ich meine, die Wege sind beschritten, die Vorkehrungen getroffen. Und das Mindset ist auch klar. Wir müssen uns in diese Richtung begeben. Auf die andere Seite der Insel. Hier gerade aus dem Pfeil lang auf dem GPS. Ich muss mal kurz noch was trinken. Und vielleicht nochmal Wasser auffüllen. Essen haben wir eigentlich genug. Apropos. So ein Snack wäre, glaube ich, noch angebracht. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir wollen da nicht mit leeren Bäuchen auftauchen. So. Passt auf, liebe Leute. Ja, trocknet eure Tränen am besten nicht mit Laub, weil ist ein bisschen kratzig. Ich werde das Projekt nach dieser Folge erst einmal pausieren. Und ich erkläre euch auch gern, warum. Ihr wisst, für mich ist es wichtig und ich bin auch sehr, sehr gerne so transparent, wie es nötig ist zu euch. Oder wie es mir möglich scheint. Die letzten Folgen kamen nicht ganz so gut an. Sie liefen einfach nicht. Das ist an sich nicht unbedingt das Problem. Allerdings hat YouTube wieder ein bisschen was am Algorithmus gebastelt. Und viele YouTuber aus meiner Bubble haben, ja, Einbrüche, sage ich einfach mal. Und ich möchte nicht unbedingt den Kanal mit Content füttern, der weniger Potenzial hat, dass es läuft. Weil der Algorithmus dich einfach bestraft, wenn du Dinge rausbringst, die nicht so gut laufen. Die nächsten Videos werden weniger vorgeschlagen. Und so, ne, stellt euch einen Kanal vor, der immer Sachen rausbringt, die weniger laufen. Irgendwann stirbt der Channel. Das ist einfach eine technische Sache, die man halt irgendwie beachten muss. Und auf der anderen Seite, ich meine, das Game ist Early Access. Das ist eigentlich auch eine super Angelegenheit für das, was ich euch gerne sagen möchte. Weil hier müssen wir lang. Ich gehe in die falsche Richtung. Das Game wird sich noch massiv verändern in nächster Zeit. Also ich meine, es wird eine Weile dauern, aber ich rechne fest mit einem neuen Bosskämpfen, mit einem anderen Ending, neuen Gimmicks, verschiedene Bausysteme, Dinge, die man bauen und nutzen kann, Waffen, Charaktere eventuell, Cutscenes. Da gibt es noch so, so viele Möglichkeiten. Das ist ja jetzt erstmal das Grundgerüst dieser Story. Und wenn es da was gibt, was sich auf jeden Fall zu zeigen lohnt,
was halt ein signifikanter Teil des Spiels ist und das halt verändert, mehr erklärt, wie auch immer, spannend ist, spaßig, dann werde ich das auf jeden Fall zeigen. Und was ich gerne machen möchte, ist mit euch gemeinsam im Livestream weiterbauen, hier ein bisschen an meiner Basis. Das mache ich gerne, vor allem, wenn ihr dabei seid. Aber an sich auf YouTube so, die Folgen, die sind erstmal danach pausiert. Ja, ich möchte diese Reise auch aus einem anderen Grund zu Ende bringen. Und zwar war es ja bei The Forest so, dass durch die Updates immer mal das dafür sorgte, dass die Spielstände nicht mehr kompatibel sind. Bedeutet, dass man dann seinen Fortschritt im Endeffekt verliert. Und die Reise würde ich dann schon gerne mal noch zu Ende führen, bevor mich dieses Schicksal ereilt. Ich weiß, es ist jetzt alles halt hier irgendwie moderner mit Engine-Updates. Und das sollte jetzt nicht mehr das Problem sein. Allerdings, wie gesagt, kann das ja trotzdem immer passieren, ne, ihr wisst. Und bevor das der Fall ist, vor irgendwelchen größeren Updates, würde ich dann doch gerne tatsächlich mal hier... Er sieht mich nicht, ne? Der einsame Wanderer, Alter. Ja, die Endings zeigen, so wie sie jetzt sind. Es gibt wohl 3 an der Zahl. Ich habe mich bemüht, mich nicht allzu sehr zu spoilern, aber... Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie unsere Freunde und es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kenne nur die Location, wo das Ganze stattfinden soll hier, das Schlamassel. Und ich hoffe, dass mindestens eins davon irgendwie auch gut ist, sonst ist meine Seele hier echt nicht befriedigt bei der Sache. Okay, schauen wir mal. Wir müssen relativ straight hier am Berg vorbei. Ja, ihr folgt mir geradeaus auf dem GPS in Pfeilrichtung. Und, ja, ich würde sagen, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. So, Leute, hier sind wir nun anerlangt am finalen Bunker und werden überhäuft mit Geschenken, ja. 2 Klebeband für die Paketchen nach Hause, voller, keine Ahnung, Heidelbeersamen oder whatever. Der Rest der Bagage, der braucht noch ein wenig, um hier zu sein. Aber ich habe ja schon, glaube ich, gesagt, dass es wichtig ist, dass die da sind. Deswegen muss ich noch kurz warten. Ich weiß zwar nicht, wie wir Virginia jetzt da überzeugen können, hier zu sein. Die müsste eigentlich ein bisschen Angst haben vor dieser Location, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, auch von euren Hinweisen, die stammt ja, also ich meine, das ist ja irgendwie auch ein bisschen offensichtlich, aus dem Labor mehr oder weniger. Und für die sind natürlich viele Sachen der modernen Welt. Oh, was haben wir da? Unbekannt. Und ich weiß nicht, so eine Bunkeranlage. Keine Ahnung, wie sie halt entkommen ist, ne? Das ist ja auch immer so eine Frage. Boah, hier werde ich mich nochmal umschauen. Ich habe ein bisschen Leben eingebüßt, weil ich von Klippen gestürzt bin. Aber keine Angst, ich will noch, ja. So weit ist es noch nicht. Das Spiel hat mich noch nicht geschafft. Aber ich habe ja jetzt eh ein bisschen Zeit. Jetzt ist 2:30. Ja gut, wir können den Tag auch noch irgendwie so rumbringen. Mal gucken, was man hier noch abluten können, irgendwas Sinnvolles. Das ist ein Anlegeplatz. Okay, Batterien. Die sind bei uns voll, aber das ist halt auch mal good to know. Verdammt, Alter. Ich bin kein Ninja. Sorry. Da können wir das her. Da können wir vielleicht noch ein paar Bomben bauen. Nein, meine Ration. Oh. Nämlich die Granatäpfel, die hier rumliegen. So. Noch irgendwas Besonderes? Hat auch nicht wirklich... Oh mein Gott, warum schmeißt er das denn alles weg? Was ist denn mit ihm? Ah, Calvin, grüß dich! Ich weiß, du hörst schwer. Mein Fisch und mein Fleisch sind verrottet. Ja, soll ich mir jetzt so einen Energy-Drink reinziehen? Ich glaube, ich hebe mir das alles auf. Vielleicht ja mal Medizin, aber ich will halt eh noch Fleisch essen. Ich glaube so, wenn du halt einfach irgendwie normal isst, dann geht dein Leben auch rauf. Und ich weiß nicht, ob durch Schlaf ebenso. Pass mal auf, ich will dich mal neu einkleiden hier. Ja, zur Feier des Tages, würde ich sagen. Aber da bist du eigentlich gut ausgerüstet. Lederjacke. Oh mein Gott! Jungs, haltet eure Freundinnen fern, Alter. Oh, ja, das ist halt normal. Nee, immer ihm die Lederjacke, Alter. Für diesen gewissen Coolness-Faktor. Wir müssen nach vorne in den Bunker. So viel steht fest. Ich denke mal an so Krams. Ah, wir können vielleicht ein paar Molotovs machen, oder? Da werden doch mit Sicherheit Gegner rumstreuchen. Ich kenne noch meine Pappenheimer. So, ein bisschen explosive... Warte mal.
So eine Zeitbombe. Oh, Rüstung, stimmt. Ja, dann können wir vielleicht auch da... sind ja die Batterien, ne? Ich meine, so viel brauchen wir dann vielleicht auch nicht. Bisschen Draht, bisschen Klebeband. Und das ist eigentlich ganz gute Rüstung. Ja. Diesen Glow-in-the-Dark-Effekt würde ich mir jetzt zwar sparen, aber... Okay, wir haben einmal das, einmal das, einmal Batterien, einmal Schnickschnack. Jetzt brauchen wir dafür noch eine Leiterplatte und... Achso, Draht. Ja, dann noch ein paar Bomben. Leeren wir damit auch ein wenig unser Inventar. Was brauchen wir für die Bombe? Ach so, Münzen. Oh, da haben wir, glaube ich. Oh, da haben wir noch einige, ja. Sind das schon 5? Dann noch eine Uhr. Dann noch dit hier. Und... Ach so, C4, ja. Das, was am Ende des Tages auch explodiert. Ich habe wieder das Wichtigste vergessen. My bad. Geil. Ich bin halt einfach so der Daniel-Düsentrieb dieser Insel. Ich feier das. Nein. Ah, so, okay, nee, das war schon eins zu viel. Ja, C4. Nee, C4! Thanks! Ich weiß zwar nicht, wie die das in ihren Koffern transportieren können, aber gut. Ich stelle die Frage mal nicht. Ach so, ich habe auch zu viele Batterien ausgerüstet. Ist nicht so schlimm. Wir haben bestimmt noch ein paar Pfeile für die Armbrust. Ich weiß gar nicht, wo man sieht, wie viel, ob die hier irgendwo mit rumliegen. Aber die muss ich jetzt auch nicht suchen. Das passt schon. Ich glaube, da sind wir voll mit ausgestattet. Hier die Keycards, 3 an der Zahl. Ja, ich mache noch ein paar Molotov-Cocktails. So, das alles seinen Platz. Zack. Wir können gar nicht so viele Flaschen mitnehmen, tatsächlich. Ich mache einfach mal aus allen. Alkoholflaschen sind eigentlich auch zu nichts gut, außer Molotov-Cocktails, richtig? Insofern, jetzt können wir mal noch, bevor... Boah, ich hoffe, Virginia kommt. Ich brauche die, Alter. Für Dinge. Wollen wir das Essen gleich? Komm. So, ja, ja, Crunchy Bunchy ist immer rein. Wir wissen nicht, wann wir jemals wieder sowas Gutes bekommen, ne? Am Ende... kommt man da vielleicht doch nicht raus. Es ist doch alles irgendwie anders, als man denkt und so. Ja, schon blöd. Da habe ich wenigstens mal noch mehr einen weggecrunched vorher. Bevor das Zeitliche gesegnet wird. Das sollte mir doch vergönnt sein. Naja, also das... Mehr Druckerharz kann ich nicht tragen, Alter. Ey, Junge, du wirst halt in diesem Game auch einfach so zugeballert mit Loot. Es ist entsetzlich. Also eigentlich nicht, aber so aus so einer schwierigen Survival-Game-Sicht. Ey, der sieht so cool aus, ne? Die Alternative wäre natürlich wie bei... Oh, wenn man diesen Survival-Faktor so krass machen würde. So ohne Story wie bei Stranded Deep. Aber Stranded Deep ist bockschwer, Alter. Das habe ich einmal gespielt und habe mir eine schöne kleine Base errichtet. Bin dann auf irgendeinen Seeigel oder irgendwas getreten und vergiftet worden. Und die Heilpflanze, das musste ich nachschauen, die war einfach nicht auf der Insel zu finden. Also bin ich auf die andere geschwommen. Wieder nicht. Auf die nächste geschwommen und ich dachte, Alter, wenn jetzt hier nichts wächst, ich bin tot. Ja, ist nicht gewachsen. War nicht zu finden, also bin ich gestorben. Sehr, sehr geil. Naja. Okay, hier oben ist der Bunkereingang. Ich weiß nicht, ob wir da mit dieser Gästekarte reinkommen. Eigentlich ein bisschen strange. Ich schlage mal hier so ein kleines, aber feines Lager auf. Wie viel Zeit haben wir noch? Wie spät ist es denn? 15 Uhr? Können wir da noch ein paar Bäume fällen? Weil dann baue ich hier so eine richtige Bude, Alter. Warte mal, so eine... Nee, wisst schon. Keine richtige Hütte, aber hier zumindest so ein Jagdunterstand. Yes. Yes, ja. Okay, so. Ideal. Oh! Ich dachte, von dem kriegen wir nur Stöcker. Nee, der ist äußerst potent, Alter. Wait, davon kriegen wir nur Stöcker. Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Ach, komm. Ich will hier die dicken Oschis. Jetzt habt ihr mich aber gebaitet, meine Güte. Mit dem verfaulenden Kollegen da, das ist eigentlich auch nicht nice. Was? Okay, es reicht mir. Das, da musst du jetzt dran glauben. Tut mir leid, ich wollte es vermeiden. Wurde kurz vor Abflug nochmal der Wald geschändet? Aber ich weiß nicht. Gibt's einen Abflug?
Holt mich wer nach Hause? Habe ich ein Uber bestellt? Fragen über Fragen, Alter. Ne, gib mal den hier. Ne, gib mal den. Dankeschön. Liegt auch einfach so viel Zeug rum. Ich glaube, ich brauche auch Kelvin gar nicht hier als Hilfe. Drei Stämme? Nee, sind doch nicht bloß drei Stämme. Hallo? Oh, ich wünschte, ich wäre irgendwie größer oder so. Oh, egal, wir brauchen noch drei. Gut, wir brauchen noch drei. Kelvin, drei Stück bitte. Komm. Ich hoffe, wenn wir schlafen, dass dann Virginia bei uns spawnt. Sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich kann diesen ganzen Weg nicht zurückgehen. Das wäre zeitlich äußerst ungünstig. Und halt auch ein bisschen awkward, wenn ich ganz ehrlich bin. 33 Steine. Ja, ich habe irgendwie so ein Buggy-Inventar. Ich glaube, es ist irgendwie alles... Der rechnet in meinem Inventar die Stöcke und Steine an, die ich im Lager habe. Das ist irgendwie so strange. Guck mal, ich kann das hier alles reinballern und bin trotzdem noch voll. Ich habe noch 56. Fragt mich nicht. Das ist einfach, also... Weißt du, so diese... Die Tasche ist auch irgendwie außerirdisch. So, schön. Es ist abends. Nee, es ist nicht abends. Es ist einfach mal 16 Uhr. Oh, Mann. Okay, ich glaube, Virginia kommt, wenn, ja, wir brauchen ein Feuer. Ist doch richtig. So, komm mal her hier. Ich glaube, dann akzeptiert sie das als Lager und dann sagt sie sich, die beiden Boys? Komm mal mit meinen Glow-in-the-Dark-Arm. Es ist genial. Ich könnte mal noch so ein, komm. Nein, wir müssen nichts abschließen. Ich will mal ein bisschen Feuerholz machen, damit es eine Weile brennt, weil vielleicht regnet es ja und dann ist halt wieder alles doof, ne, ihr wisst schon. So, bleib liegen. Ja? Exzellente. Oh. Und jetzt, glaube ich, nochmal spalten. Und dann ist doch das... Kann man das dann schon nehmen? Ja, ganz genau. Ganz genau. So, das wollte ich eigentlich machen. Meine Güte. Und dann brennt das quasi ewig. Ist eigentlich sehr nice. Das habt ihr mir auch erst im Stream gezeigt. Darauf wäre ich gar nicht gekommen. Also ich weiß, es steht vielleicht in dieser Bauanleitung, aber irgendwie so richtig, wie es genau funktioniert, weißt du dann halt manchmal auch nicht so. Und dieser Input ist so überwältigend. So. Also ich für meinen Teil kann da manchmal einfach nicht alles erfassen. Ich hoffe, sie kommt. Die sieht so weit weg aus. Oh mein Gott, die ist noch auf der anderen Seite. Oh nein, die chillt da irgendwo und knallt wahrscheinlich die Mutanten über den Haufen. Aber ich will nicht, dass sie das tut. Wollen wir hier schon mal aufmachen oder lassen wir dann irgendwas raus? Welche Karte nimmt er? Die Gästekarte, ne? Oder? Welche war das? Die orangene. War das die Wartungskarte? Oder war das die VIP? Eine Gästekarte war es auf jeden Fall nicht. Okay. Lassen wir das mal gut sein. Speichern wir gleich mal ab. Die Nacht werden wir noch überleben. Oh, mein Zeug. Fisch hatte ich noch. Okay, wollen wir jetzt schon essen? Nee, wir lassen das mal im Inventar. Ist okay. Es wird bald dunkel und dann schauen wir mal, was der Morgen bringt. Hoffentlich eine dreibeinige Frau zu unseren Diensten. Das wäre Bombe. Oh! Virginia ist gespawnt! Habt ihr das gesehen? Auf dem GPS? Weil, wenn, dann spult zurück. LOL! Okay, sie kommt. Sie hat diesen Barbecue-Duft hat sie vernommen, Alter. Sehr, sehr geil. Wo kommt sie denn hier? Hey! Meine Hübsche! Ich weiß, wir könnten das auch ohne dich machen, aber du bist wichtig. Ah, ich habe hier, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich das offscreen gemacht habe, ihr dieses Gewand hier gegeben. Oh, ach so, sie wollen mir was bringen. Bitte. Danke dir, Digga. Wen ist vergiftet? Es ist ein bisschen anrüchig hier, was sie anhat, aber hey, gut, sie ist getarnt. Man hat sie gar nicht gesehen. Das war ja amazing, das habe ich noch nie gesehen. Also wirklich, dass sie halt dort despawned ist und hier gespawnt. Cool. Ey, Alter.
Wir müssen da rein, ne? Ich weiß, die kommen nicht mit, glaube ich. Oder kommen die mit? Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben das einfach. Ist gut, also. Hier vor ihm? Ich weiß ja nicht. Lass mal speichern. Lass mal schlafen und dann speichern. Bitte keinen Kannibalenangriff. Same. Hast du gut gemacht. Hast richtig prima geschlafen. Und auch nicht geschnarcht, Seth. Wir sind stolz auf dich. Okay, ihr. Soll ich ihm anweisen, mir zu folgen? Ich weiß nicht, ob die mitkommen. Keine Ahnung. Ach, ich muss noch was essen. Aber bevor ich reingehe, soll ich das tun? Oh, ich hoffe, mein Leben füllt sich auf. Bitte, komm. Du dreimal schon vergammeltes Fleisch. Oh, das ist nicht gut. Ich nehme noch einen Fisch. Komm. Fisch wächst, erwacht die Lebensgeister. Erweckt. Mein Gott. Deutsch ist eine schwere Sprache. Ja, so ungefähr. Komm, noch Riegel drauf und dann sind wir wieder voll. Ich will nur meine Medizin sparen. Das ist so der Grund. Ich weiß, ich könnte mir einfach auch eine Pille einwerfen. Oh, das funktioniert gar nicht. Oder? Ich werde gar nicht ganz voll. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ja. Das war's. That's it. Okay. Ihr chillt. Es ist früh am Morgen. Ich begebe mich in die Höhle der, Pandora, keine Ahnung. Wir haben genug Batterien, glaube ich, oder? Ja, wir haben eine ganze Menge Batterien. So, machen wir das mal so. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Warte mal, ich speichere nochmal. Ich speichere nochmal jetzt. Weil ich mich jetzt halt hier versorgt habe und so. Der 19. Yes. Let's go. Hui, der andere ist halt hinten am Lager. Also ich habe den Spielstand dann immer noch, ne? Just saying. Uff. Ey, die kommen nicht mit, ne? Die FPS scheinbar auch nicht. Oh Gott. Okay, da hat's die Karte geladen. Oh! Hallo, Performance! Lädst du hier ein sehr großes Monster? Bitte nicht. Oh, ist ein bisschen... Bisschen gruselig hier jetzt. Ich will gar nicht. Oh no. Es geht noch weiter? Oh, so muss ich da tauchen? Oh, bitte nicht. Hier habe ich noch. Okay. Ich verstehe schon. Wenn das Spiel dich mit Sachen versorgt und du weißt, es geht gegen Ende, dann sollst du auf jeden Fall auf alle Eventualitäten gefasst sein, nicht wahr? Oh, warte mal, noch ein Riegel. Da haben wir ja keinen Verlust, wenn wir den noch essen. Aber vielleicht ein bisschen Leben? Naja. Hält sich in Grenzen, würde ich sagen. Ich habe zum Glück gespeichert, also so viel kann mir nicht passieren. Ja, da ist halt auch... Oh, warte mal, Medizin, sehr gut. Das war doch wichtig, dass wir das machen. Follow the White Rabbit. Oh, ich erkenne diese Referenz. Das ist natürlich cute. Aber es hat das Potenzial, nicht cute zu werden. Oh Mann. Bitte nicht weiter runter. Oh, zum Glück. Hier ist irgendwas ausgebrochen. Ich glaube, die haben hier nicht Aloe Vera angepflanzt. Diese Barbaren. Ich lade mal meine... Taschenlampe neu auf. Oder kann ich das mit R? Nee, kann ich natürlich nicht. Das ist nur bei Indie-Horror-Games ist das möglich. Da gibt's auch nichts anderes als nachzuladen, außer Taschenlampen meist. Ja, links oder rechts? Fragt mich mal. Hier geht's nicht weiter. Ich geh erstmal hier lang. Bitte keine Babys. Bitte nie Babys. Babys, nee. Zum Glück bin ich erst hier lang gegangen. Hier kann ich nochmal speichern. Ach, lol. In Ordnung. Ey, sollte ich das vielleicht einfach mal machen? Neuer Speicherstand. Komm. Just for fun. Wenn das Spiel mir das schon so auf die Ömme drückt, dann kann da hinten nichts Gutes auf mich warten. Unangenehm, ey. Hier haben sie gewütet, aber hier sind auch gar keine Leichen mehr, ne? Ist hier noch irgendwas einzusammeln?
Ich glaube, wir sind halt so weit am Ende, dass das alles, Guck mal hier, der Würfel! Ah! I see! Das hat also schon was mit der Story zu tun. Verändert der die Gezeiten? Was macht der? Alles Mögliche. Oh, ob wir den finden? Ey, hier hätten sie noch was hinmachen können. Ich bin so gespannt, Alter. Schlafanzug. Oh, aber nicht für mich, ne? Bestimmt für Buch gerettet. Ich weiß gar nicht, ob man die lesen kann. Ich habe mit den Büchern nie interagiert. Kann man das Virginia geben? Ich meine, ich weiß, wäre irgendwie ein bisschen verrucht. Mensch, jetzt legt es weg, ist okay. Hier ist nochmal ein Kaninchen. Oh, oh, lol. Okay. Oh, ja. Oh, noch eine Schrotflinte. In Ordnung. Wir haben ja noch nicht genug gehabt. Wow. Ey, hier lag übelst viel Loot. Du hättest es wenigstens versuchen können. Geht's hier weiter? Oder kam ich hierher? Warte mal kurz. Ne, hier kam ich nicht her. Crosses burn demons. Oh, ja. Das ist das, was ihr meintet. Okay, alles klar. Das heißt, ich sollte mein Kreuz ausgerüstet haben jetzt, weil hier unten sind diese Drecksdämonen. Oh, das war dann auch ein Demon, oder? Quasi diese, was mich da angegriffen hat ganz zum Anfang. Das war doch dieses lange, zusammengewachsene Ding, was wir auch gesehen haben. Oh nee, da geht's nicht rein, oder? Hier ist zum Glück noch Medizin. An meinem Lager. Das haben wir gesehen in dem Bunker, wo wir diesen Mini-Boss-Fight hatten. Ach du Scheiße. Keycard? Oh, ach, die goldene Rüstung! Ja, true. Ihr hattet ja auch gesagt, dass wir das fürs Ende brauchen. Oh Mann, ey. Ich glaube, jetzt sind wir da, ne? Jetzt haben wir es soweit. Darf ich das Kreuz? Oh, ich wollte eigentlich in keine Höhle mehr. Ich dachte, das haben wir hinter uns gebracht. Ich hasse es. Aber auch nur deswegen, weil Babys zu erwarten sind. That's what he said. LOL! Lava. Wir sind sehr tief. Das ist ja hier wortwörtlich dann das Tor zur Hölle, Alter. Oh mein Gott. Kommt hier wer bitte nicht? Wir sind bestimmt Gegner. Die haben uns nicht umsonst so Handgranaten und so gegeben. Da unten ist was. Ist da jemand langgelaufen? Direkt in die Lava rein? Hier geht's lang. Boah, Alter. Ich komme hier nicht mehr zurück, ne? Ich kann nur noch mal laden. Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ist okay. Wo geht's hin? Warte mal, wir kommen von da. Nur nicht die Orientierung verlieren. Hier geht's weiter. Sorry, das sieht halt alles auch so gleich aus. Oh, hopp. Oh mein Gott, weiche von mir, du Dämon. Das haben sie ja gut gemacht. Die kleinen Bastard, Alter. Habt ihr euch gedacht? Ich bin auch nur drauf reingefallen. Nein, eine Fresse. Durst haben wir auch schon wieder fast. Apropos, können wir noch mal ein Käffchen genehmigen, bevor es hier losgeht. Mmh. Ey, seid ihr auch so gespannt wie ich, Mann? Boah, Alter! Also wenn jetzt hier AC/DC anfängt zu spielen, dann würde es mich nicht verwundern. Da hinten.
I? I. I, was ist das? Oh mein Gott, und Kreuze sollen dagegen funktionieren? Ich nehme euch das nicht ab, Alter. Oh! Ja, okay. Hier, bitteschön, Alter. Bei der Kraft meines Herrn und Erlöser. Boom, Junge. Guck mal, das hat Angst. Ah. Das sind nicht diese normalen... Die kenne ich noch gar nicht. Hui. Oh, wo? Ich höre es krabbeln. Au! Wo denn? Help! Die sind super schnell. Sorry, ich hab ich musste mal ein bisschen sabbern hier vor Aufregung. Oh, da! Au! Weiche! So richtig effektiv ist das aber auch nicht. Wir kommen hier tot! Kann das blocken? Ich sollte halt nicht zu dämlich sein. Aber so richtig... Aber so richtig Damage macht das... Auch nicht. Oh mein Gott! Aber wenn ich das Kreuz nicht habe, dann greifen die mich übelst krass viel mehr an. Ach du Scheiße. Scheiße, Leute. Wo ist das andere Ding? Digi, ich habe euer keine Zeit. Ich habe euer keinen Bock auf euch. Boah. Muss hier los. Das ganze Ding stürzt ein, früher oder später. Lecco mio, Alter. Ah! Ist klar. Hier passt das nicht durch, oder? Doch, die passen ja sowas von durch. Oh, beim nächsten Mal gibt's eine Granate in den Arsch. Ich sag's euch. Ich komme vermutlich heute noch mehrfach vorbei. Wegen den anderen Endings. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mal schauen. Wie wir das irgendwie abkürzen können. Ich hoffe, ich verpasse irgendwie so diesen Eingang nicht. Ich muss mal vorher nochmal speichern. Also wenn es das noch gibt. Wenn es halt hier irgendeinen Auslöser gibt oder startet einfach irgendwie eine Cutscene. Bislang war es so, dass die, bei dieser einen Cutscene musste man erst durch die Tür gehen. Wie soll ich das jetzt hier machen? Ja, du fühlst dich mächtig doof, ne? Boom! Also, so diese göttliche Erlösung, ne, die hätte ich mir irgendwie schon ein bisschen effizienter vorgestellt. Na, guck dir den Knaben an, der ist irgendwie nie ans Bein. Der ist ein bisschen aufgeregt, aber... Ey, mein Freund, hi! Da ist er. Okay. The world is on fire! Guck mal, da macht er einen Arsch hoch. Sprichwörtlich. Oh mein Gott. Okay, bye. Okay, bye. Wow. Ey, ich weiß nicht, wo es hier weitergeht, ne? Hier lang? Oh ja, lol. Ich glaube ja, oder? Uff. Da ist irgendwer, hat einen falschen Schritt gemacht. Und ich stehe hier und mache mich drüber lustig. Okay, hier geht's lang. Oder? Oder bin ich hierher gekommen? Ach, was weiß ich eigentlich? Ich glaube nicht. Komm, geh weiter. Boah, ich habe Angst. Ich muss meine Taschenlampe aufladen. Komm, zack, zack. Der Kombinationsboss. Nice. Ich kann es nicht leiden, wenn die schwaches Licht hat. Und dann geht die wahrscheinlich aus, sobald ich an irgendeinen Gegner komme und ich sehe wieder nichts. Ich gehe doch jetzt hier gerade nicht zurück, oder? Ich glaube nicht. Wir müssen hier weiter. Die Kämpfe halten sich in Grenzen. Ui! Ui, 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 ui! Autsch! Au, i! Du Ekelpaket, ey! Oh, es ist... Noch nicht tot, nee. Oh, komm schon! Oh! Unbegrenzte Macht, Alter! Ich fühle mich schon so leicht Sith-Lord-mäßig. So, du kriegst noch...
bisschen hier was vom Raclette. Sind die jetzt mal tot? Reiß dich zusammen. Kann man die häuten? Nee, kann man nicht, ne? Oh, ich krieg den Command nicht. Oh, Alter! Das Ding lebt! What? Oh, man kann's häuten. Es war noch nicht tot. Oh mein Gott. Das wird gruseliger, je mehr man darüber nachdenkt. Mutantenrüstung. Ja, brauche ich das? Ich weiß nicht, meine goldene, die... Also so viel Damage machen die halt glücklicherweise auch nicht. Zumindest nicht auf dieser, diesem Schwierigkeitsgrad, sag ich mal. Ich könnte mir... Ich weiß halt nicht, was noch kommt, ne? Ein Riegel? Ein Riegel. Keine Medizin. Komm hier für ein bisschen Energie. Oh, das bringt gar nichts. Wieso bringt das jetzt nichts? Ist aber strange. Ich zieh mir mal einen Energy Drink rein. Wegen Durst. So. Mit meiner Müdigkeit ist alles okay, aber... Das Gefühl, ich muss hier ein wenig auf Zack sein. Wohin? Auch wenn du es freundlich anbietest. Autsch! Na super, Alter. Ey, das blockt aber auch die Angriffe. Ist schon geil. Oh, ja, nein, 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 nein. Außer ist die Batterie alle? Oh, es ist tot. Oh, ich muss gar nicht warten, bis die abgebrannt sind. Ich kann halt einfach... Kann einfach drauf los... konvertieren. Oder so. Alright. Auch gut zu wissen. Ja, die Gegner sind halt nur nervig gerade. Die sind nicht unbedingt schwer. Ich laufe hier auf heißen Kohlen. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nicht, nicht. Digger, zieht euch das rein. Ihr könntet es jetzt wahrscheinlich so heiß. Normalerweise könntest du ja gar nicht sein. Also so. Wenn man mal ehrlich ist. Ich will hier nur keinen Eingang verpassen. Oh! Hi, machen wir ein Wettrennen oder was? Boom! Boom! Ach, du kannst da drüber laufen, ja? Ja, natürlich. Natürlich kannst du das. Komm, stirb. Kartoffel. Cool. Sollte ich den noch häuten? Ist eigentlich auch egal. Ach, scheiß mal jetzt da drauf. Ich will halt hier weiterkommen. Guck mal, wie das aussieht. Oh, das fällt gleich alles zusammen. Ich glaube, wir haben kein Zeitlimit, oder? Wir haben bitte kein Zeitlimit. Oh, da müsste ich hier durchstratzen. Hier links? Nee, das ist bloß ein... Das ist bloß ein anderer Weg, richtig? Boah! Hilfe! Oh, da hinten ist eins. Hi! Hi! Na, wie geht's? Buga, buga, buga! Buga, buga, buga! Buga, buga, buga! Ich bin so gemein! Buga, buga! Ah, der Papi kommt! Buga, buga, buga! Ah, kleinen Krabbelkäfer! Das gefällt euch gar nicht so, ne? Ich bin bewaffnet mit den 10 Geboten, Alter! Oh! Boom. Er lebt noch! Na, okay. Leben ist auch ein dehnbarer Begriff. Hier auf dieser Insel. Den habt ihr da hingesetzt. Der sollte mich jumpscaren. Boom. Oh, hi. Grüß dich. Der will auch noch was. Hier, bitteschön. Stirb. Boah, hier gibt's doch ganz schön viele, Leute. Boom.
Jetzt verreck! Danke. Auf Befehl? Ich hasse es. Okay, jetzt wird es ein bisschen ungemütlich. Leute, hier, du kriegst noch ein. Du kriegst noch eins. Ja, könnt ihr euch teilen. Renn jetzt hier einfach geradeaus. Ich glaube, das hat ihn trotzdem getroffen, auch wenn man diesen Impact nicht merkt. Das ist so bekloppt. Das ist einfach dämlich. Oh mein Gott. Wow. Boom. Zack. Er reagiert. Er weiß auch gar nicht, was mit ihm passiert. Einer noch, ne? Oh Gott. Okay. Guck mal, hier ist dieses Gold. Oh, ist das von meiner Rüstung? Oha, Alter. So langsam komme ich der Sache näher, ne? Sollte ich hier mal ein Zelt aufschlagen und speichern? Das ist vielleicht irgendwie... Wäre vielleicht richtig. Ah, da ist was! Da ist was! Oh, ich hab's gecallt! Ich hab's gecallt! Kann ich hier bitte... Dankeschön! Oh mein Gott! Bitte funktionier. Oh! Egal, was sich da jetzt dran ergibt. Ich save das mal ab. Neuer Speicherstand, auf jeden Fall. Katana raus. Okay, wir sind ready. Ich nehme noch eine Medizin. Weil, wie gesagt, keine Ahnung, was da ist. Okay. Passt. Let's go. 3, 2, 1. Keep your friends close. Oh, ich hab's! Mit Virginia und mit Calvin, ne? Die sind da! Und dieser komische Typ aus diesem Raum mit den Paftens! Und du bist bestimmt der aus The Forest, das haben die Leute gesagt. Timmy, ne? Der kann nicht reden. Oh, verstehe. Oh. Virginia, ist das mit deinen Gliedmaßen passiert? Wir sind in diesem Würfel. Ich hätte gedacht, der ist grün. Was zum Arsch? Der ist so... Das ist ein Portal, oder? Der führt zu einem anderen System. So sind die hergekommen. Also, es ist doch außerirdisch, diese Aliens. Warum haben die so Angst vor Katholizismus? Oh. Oh, das ist alles nur eine Illusion. Habe ich zu viele Beeren genascht? Ist das aus dem Typen geworden? Timmy! Hinter dir ist ein Schneckchen. No! Oh, nicht sterben jetzt. Nein! Wieso? Das affektiert sie irgendwie. Vielleicht, weil sie auch was abbekommen hat durch irgendeine Strahlung oder... Oh, ich werde abgeholt! Wir sind bei den Stegen wieder draußen. Jo, ihr hattet alle Kreuze dabei hoffentlich, ne? Und wer ist er? Ah, das ist den wir in The Forest spielen, ne? Ist er das und das ist der Sohn, den wir retten müssen? Naja, seid Experte auf diesen Gebieten. Sagt mir, was ich mit dieser... Wait, ich kann jetzt hier auswählen. Warte. Ich kann auswählen, ob ich die Insel mit dem verlasse. Und was ist hier, wenn ich meine Sachen nehme? Dann bleibe ich hier, oder was? Digga, ich will nach Hause, Alter. Ich will mir ein entspanntes Bad nehmen. Hört doch auf zu spinnen. Fort, Demons. Demons bekämpft. Okay. Ja, alright.
Lebt also noch? Kevin jetzt auch gut? Was passiert? Ich verstehe es gar nicht. Der blutet immer noch aus dem Ohr. Also seine Körperhygiene ist jetzt nicht die beste. Oh mein Gott. Ich kann alles erklären. Es waren raue Zeiten. Ein Game von Endnight. Ben Falcone, Alter, gegen den Mafia-Boss, Junge. Hast du mal wieder einen rausgebrezelt? Ja, sehr, 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 sehr schön. Wunderbar, es hat mir mega gefallen. Also, das Ende ist komplett kryptisch. Da lässt man noch einiges offen. Ich habe eine Idee. Bestimmt käme vor dieser Sequenz noch ein Bossfight. Und zwar mit dem Schneckchen, was da gerade entstanden ist, aus diesem Typen mit der Silberjacke. Mit der Alufolie drüber. Oder ist das eine Frau? Ich weiß es nicht genau. Wir haben die ganz kurz gesehen in dem Raum mit dem großen, mit den Paftons, wo dieser Mini-Boss-Fight war. Da ist er, wo wir das erste Mal oder das zweite Mal rein sind, hat er da gestanden, da hinten, wo es Richtung Wasser geht, und ist da reingesprungen. Oder sie halt. Und jetzt haben wir die Person nochmal gesehen. Also irgendwas muss es mit der Story technisch noch auf sich haben. Aber wie gesagt, ist ja Early Access. Das wird alles noch kommen. Ich denke mal, an der Stelle gibt es einen Bossfight mit dem. Bestimmt. Bestimmt. Wir haben das ja auch gesehen in dieser Zwischensequenz, wo wir die beiden, hier Timmy und Vater, da zum ersten Mal gesehen haben. Auch kurz vor dem Raum, glaube ich. Oder war das in einem anderen Bunker? Ist auch egal. Sehr geil. Jetzt würde ich mal noch sagen, ich teste aus, was passiert, wenn ich hier bleibe. Okay, ihr Lieben. Jetzt mal, wenn ich mich entscheide, auf dieser Insel zu verweilen. Warum auch immer. Ich meine, die beiden, wir haben es mehr oder weniger geschafft, oder die dabei begleitet, dass die lebend hier rauskommen. Das heißt, die wissen jetzt, dass wir hier sind. Die werden wahrscheinlich mit Verstärkungen und allem möglichen Kram zurückkommen. Vielleicht auch mit irgendwie das hier an die Weltöffentlichkeit bringen. Und dann sieht das halt alles natürlich ganz anders aus. Aber, ja, keine Ahnung. Der einzige Grund, warum ich mich entscheiden würde, hier zu sein, ist prinzipiell, um weitere Nachforschung anzustellen oder so. Aber auf eigene Faust ist halt auch doof. Es macht eigentlich gar keinen Sinn. Also das hier war gerade laut Steam Achievement laut Guides das wahre Ende. Und jetzt kommt irgendwie das schlechte Ende? Ich weiß nicht. Fight Demons. Ja, Fort Fight. Ja, Vergangenheit. Ah, alles klar. Okay. Ich hab mein Zeug. Ja, ich darf das nicht mitnehmen. Die reisen dann ab. Ich kann auch nicht mehr einsteigen hier. Ach, kommt schon. What? Wait, warte, was passiert hier? Hallo? Ich hab nicht gewusst, dass das passiert. Die haben mich einfach zerhackstückelt. Okay. Es gibt vier Endings. Also so kann's auch ausgehen. Gut, wir probieren das nochmal. Ohne in die Rotoren des Hubschraubers zu springen. Kann ich die abballern? Schönen Gruß von der Insel! So real. Okay, ich bleib also hier. Was bringt mir das? Was kommt da jetzt bei raus? Wie ich hier stehe mit dem Katana, Alter. Okay, bye. Schreibt mir eine Karte, ne? Ja, jetzt bin ich hier. Lol, die chillen da noch. Und die anderen? Die bleiben dann auch hier? Ich treffe die Entscheidung für die mit? Oh shit, ich spiele jetzt hier einfach weiter, ne? Die sind einfach gone. What? Ach so. Ja, auch in Ordnung. Oh mein Gott. Da passiert jetzt aber nichts weiter, ne? Ich spiele einfach weiter. Einfach, boom. Nichts geschieht. Das ist ja übelst krass. Okay,
By the way, ich habe zwischendurch, nachdem ich mir diese Cutscene zum 25.000. Mal reingezogen habe, nachgeschaut. Normalerweise gehen die nicht unbedingt davon aus, dass du deine Freunde mit dabei hast. Dieses Achievement habe ich nur bekommen, weil die da am Lager rumhängen. Wenn Virginia dir nicht vertraut hat. Ich weiß nicht, ob du ihr volles Vertrauenslevel kriegen musst. Da habe ich so ein Achievement, Chivalry is not dead oder irgendwie sowas, als ich die Kleider aufgenommen habe oder ihr gegeben habe, keine Ahnung. Da habe ich das höchste Vertrauenslevel mit erreicht. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt erforderlich ist. Sie muss nur zu deinem Team gehören, also du musst ihr Sachen geben können und sie muss dort vor Ort sein und Calvin auch. Der einzige Unterschied, wenn die nicht da sind, dann sind die halt auch nicht mit in dieser Cutscene. Also die laufen da nicht mit rein, die sind dann nicht im Hubschrauber, die sind dann einfach nicht da. Bevor ich die jetzt umbringe und nochmal durch die ganze Höhle marschiere, nur um euch zu zeigen, dass sie nicht in dieser Cutscene sind, habe ich es euch einfach mal hier irgendwie als Overlay hinzugefügt. Ein bisschen, ihr könnt ja mal nachgucken. Ich spare mir das jetzt einfach mal an dieser Stelle. Freunde, das war's erst einmal mit Sons of the Forest. Das war das Ending, oder die beiden, drei Endings vom Early Access. Wir haben es gesehen. Ja, guck mal. Da freut sich wenigstens eine, dass ich noch hier bin. Ich danke dir, mein Herzblatt. Vielen lieben Dank. Okay, uns wird es hier auf jeden Fall nicht schlecht ergehen. Dankeschön, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Danke fürs Feiern. Danke für eure Daumen nach oben, für eure zahlreichen Kommentare, für eure Hilfe, für euer Mitfiebern. Und wir sehen uns in irgendeinem größeren Content-Update auf jeden Fall mal wieder. Dankeschön. Haut rein und bis dann.